Armin, wir dürfen uns erstmalig in dieser Saison über 3 Punkte freuen. Wie groß ist deine Freude heute? Ja, die Erleichterung ist extrem groß, ist natürlich riesig. Man hat natürlich in der letzten Woche auch gemerkt, dass ein bisschen Anspannung da gewesen ist, weil wir auch nicht so gut reingestartet sind ins Spiel. Und ja, umso mehr gefreut mich heute, dass wir heute 1-0 gewonnen haben, hinten die Null gehalten. Wir haben heute wirklich sehr gut verteidigt und das hat uns auch wirklich Selbstvertrauen gegeben in der zweiten Halbzeit überhaupt. Dann sind wir immer stärker geworden und ja, zum Schluss muss man sagen, klar verdient, dass wir gewonnen haben, dass wir es endlich belohnt haben. Du hast es gerade schon erwähnt, die Null gehalten, es ist dein erster Clean Sheet für die Vienna. Wie fühlt es sich an? Ja, natürlich ein Traum. Also als Tormann will man immer zu Null spielen, ist klar. Und heute muss man wirklich sagen, wir haben super verteidigt. Es ist nicht wirklich viel auf meinen Kosten gekommen. Und ja, deswegen bin ich wirklich sehr froh. Wie glaubst du, kann man an die nächsten Aufgaben herangehen, dass man hier von heute anknüpfen kann? Ja, trotzdem demütig bleiben, weiterarbeiten. Wir wissen, dass wir noch viel besser werden müssen. Und ja, also einfach von Tag zu Tag im Training wirklich besser werden. Dankeschön. Danke, ciao. Martin, erstmalig gehen diese Saison 3 Punkte auf unser Konto. Wie fühlt es sich an? Ja, ich glaube, man hört es auch ein wenig an meiner Stimme. Wir haben das alle mitgelebt, die EF-Spieler, die drinnen waren, am Platz und auch draußen, der ganze Staff, Ersatzspieler. Wir sind heute wirklich als Einheit aufgetreten und das macht uns natürlich sehr stolz, weil die Situation war natürlich keine einfache. Und dass wir jetzt den Bock umgestoßen haben, ist natürlich umso schöner. Wie zufrieden bist du mit den heutigen Akteuren? Also ich blitzsaubere Leistung. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Das Spiel ist genauso gekommen, ist genauso verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Geduldig sein, Nadelstiche setzen, auf unsere Chancen warten. Und das ist uns dann am Endeffekt gelungen. Glaubst du, war das jetzt der Turnaround für die kommenden Aufgaben und kann man hier am heutigen Ergebnis anschließen? Es gibt keine Garantie für nichts, aber das soll den Stein jetzt ins Roll bringen. Und natürlich gehen wir mit einem anderen Gefühl ins nächste Spiel hinein. Jetzt ist der lange erwartete Sieg endlich da und na klar kann die Serie so weitergehen. An uns soll es nicht liegen.